Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich wieder eine Motivation Speak. Es ist ja schon ein bisschen lange her, dass meine letzte Motivation Speak war. Übrigens, es kommt noch eine Motivation Speak zu ein bisschen Schule, aber ich wollte so ein bisschen was ein anderes Thema machen. Das heißt, es kommt noch, aber ich wollte jetzt noch ein bisschen was anderes machen, weil es war jetzt so viel Schule. Auch wenn es verschiedene Themen von Schule war, wollte ich einfach jetzt ein bisschen was anderes machen. Und zwar reden wir heute über das Thema Führerschein. Also es wird so ein bisschen mehr Storytime. Also normalerweise haben ja meine Motivation Speaks mehr so auch eine Message dahinter. Ich meine, es hat eine Message, aber es ist ein bisschen mehr so meine Story, meine Struggles und so ein bisschen für die Leute, die den Führerschein machen oder noch vor sich haben oder so, ist das so ein bisschen meine Story zu dem ganzen Thema. Und ich würde sagen, ich leg gleich los. Und zwar war es so, dass ich den Führerschein erst vor kurzem geschafft habe. Und es war ein harter Weg. Also ich glaube, ich habe, also ich weiß, ich habe ungefähr 1,5 Jahre gebraucht, um ihn zu schaffen. Ich wollte ihn nicht machen, habe ihn dann aber angefangen und habe ihn dann irgendwie beendet. Ich habe mir auch Mühe gegeben, so ist es nicht. Aber die Theorie war für mich kein Problem. Also dadurch, dass du ja sozusagen online das alles bekommst und auch so einen Zugang hast, wie du das sozusagen, wie du das irgendwie auswendig lernen kannst, war das, finde ich, jetzt nicht so schwer. Das heißt, das war jetzt nicht so mein Problem. Mein Problem war das Fahren. Es ist mir unheimlich schwer einfach gefallen, Auto zu fahren. Ich finde es unglaublich schwer und ich bin bis jetzt noch immer nicht gut darin. Ich habe zwar den Führerschein und ich habe mich auf jeden Fall gebessert und ich gebe mir auch Mühe und mir ist es wirklich auch wichtig, dass ich sozusagen die Regeln einhalte, weil ich für ein Autofahren, ich glaube, es ist das gefährlichste Verkehrsmittel, wenn ich mich nicht täusche. Und ich habe da schon Respekt davor und ich finde, ich weiß nicht, ich verstehe natürlich, dass man es manchmal eilig hat, aber ich denke mir dann halt doch, du kannst halt mit einem Leben von wem anderen halt auch spielen. Und ich bin halt so ein Mensch, ich möchte das nicht. Ich möchte diese Verantwortung auch nicht auf mir sitzen haben irgendwie. Und ich glaube, das war ein großer Grund, warum ich mich so ein bisschen dagegen sträube. Weil ich es einfach, ich habe Respekt davor. Ich weiß nicht, ich finde, es ist einfach nicht so. Ich weiß nicht, ich finde, manche nehmen das einfach ein bisschen zu leicht, finde ich. Ich finde, das ist schon. Ich meine, du hast sozusagen die Macht über so einen riesen Drum. Und ich meine, damit kannst du Tiere töten, damit kannst du Menschen auch töten. Kommt drauf an, wie schnell du fährst. Das ist halt schon eine Macht, die du da irgendwie hast. Und das klingt für viele vielleicht so urkomisch jetzt, aber für mich war das so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin. Also. Ich weiß nicht, ich war komplett überfordert und ich war so froh natürlich, dass ich nicht alleine bin, weil dafür sind natürlich die Fahrlehrer auch da. Die sitzen natürlich neben dir und falls da was passiert, dann helfen sie dir auch. Und ich bin jetzt noch nicht alleine gefahren. Das traue ich mich momentan noch nicht, muss ich dazu sagen. Also ich möchte, dass jetzt auch jemand noch mit mir fährt, bis ich dann vielleicht irgendwann das Gefühl habe, dass ich mich traue. Aber es war, die Kupplung fand ich extremst schwer. Ich habe das am Anfang, habe ich so extremst geschaltet, habe ich so extremst. Das war ganz schlimm am Anfang. Dann habe ich dieses Kommen lassen nicht verstanden. Also Kupplung kommen lassen. Was ist kommen lassen? Ich meine, was lasse ich da kommen, bitte? Also, dann hat mir aber ein anderer Fahrlehrer, ich hatte drei Fahrlehrer, das war so eine lange Story. Und zwar hat der eine Fahrlehrer mir eben gesagt, das heißt, du sollst so 10 Sekunden auf diesem Druckpunkt so ungefähr halt stehen bleiben und dann erst loslassen. Weil sonst macht dieses Rückblickdings da,
das war oft so, oder stirbt ihr komplett ab? Und das habe ich halt nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, dass dieses Kommen lassen auch so ein bisschen ein Warten heißt. Das heißt nicht nur langsam das Weggeben, das heißt wirklich so ein bisschen warten, bis du auf diesen Punkt bist, wo du so einen Druck spürst von dieser Kupplung halt und da dann ein bisschen halten und dann erst loslassen. Funktioniert es immer so top? Nein. Also, dadurch hat sich es natürlich viel, viel verbessert. Also ich bin ein Mensch, ich möchte das auch verstehen, was ich tue. Und ich brauche halt dann manchmal so komische Erklärungen. Ich war nie Auto interessiert. Bin es auch heute nicht. Also ich finde gewisse Autos schon schön. Also zum Beispiel so Oldtimer. Das sind Autos, die ich richtig schön finde. Also das sind, also wenn ich irgendwann mal Auto fahre, das und vor allem, die gehen auch nicht so schnell. Weil ich habe auch ein Problem, dass ich nicht gerne schnell fahre. Ich fahre gerne zu langsam. Und das ist natürlich auch nicht gut, weil da bist du auch verkehrsbehindert. Also es ist so ein bisschen im Zwiespalt. Man darf nicht zu langsam, aber man darf halt auch nicht zu schnell sein. Zu schnell ist bei mir eh nicht die Gefahr, aber ja, genau. Das heißt, ich fand es halt so schwer. Es hat so lange gedauert. Ich glaube, ich habe 30. Es sind zwar immer so Doppelstunden, die man gehabt hat. Also auf jeden Fall 40 Stunden oder so gehabt. Also war ziemlich viel. Also es war extremst viel, aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Und ich habe nach jeder sozusagen Stunde habe ich auch was gelernt und so. Aber ich glaube, ich war so ein bisschen ein hoffnungsloser Fall. Also meine Fahrlehrer mussten kämpfen mit mir. Ich war halt keiner, und vor allem, ich bin auch kein Mensch, dass die dann so, ich muss mir ein bisschen mehr trauen und ich soll nicht zu viel nachdenken. Und das war halt für mich schwer, weil ich meine, erstens das Trauen, dass ich mir das selber zutraue, war halt irgendwie nicht so da. Und dann halt auch dieses nicht nachdenken. Ich fand, das war so viel Information, was ich auf einmal hatte, dass ich manchmal so, was muss ich jetzt machen? Mach du kurz. Ich muss dabei denken, weil ich meine, das Schwierigste war dieses, das so viel schauen. Ich finde, das so viel schauen musst du. Du musst schauen, dass da niemand ist, aber du darfst halt auch nicht zu langsam werden. Weil mein Problem ist, wenn ich dann denke und zu viel schauen muss, dann werde ich langsamer. Also dann werde ich halt sehr, sehr langsam. Und deshalb bin ich dann sehr oft sehr langsam geworden. Und ja, es war super, super schwer für mich. Aber es hat sich dann auch viel, viel gebessert. Die Geschwindigkeit ist eh auch besser geworden und so. Und ja, das hat sich eigentlich eh, finde ich, alles gebessert. Aber es ist halt trotzdem so ein Führerschein ist noch immer so ein puh, ich Autofahren. schaffe ich das? Und deshalb wollte ich da einmal meine Story so ein bisschen erzählen, auch euch so, wie schwer ich es mir getan habe. Und ich glaube, ich bin hoffentlich nicht alleine. das ist wahrscheinlich so Lippenstiftgefahr heute wieder. Bei mir passiert das ja wirklich oft, muss ich dazu sagen. Aber es schaut ein bisschen, jetzt schaut es gut aus. Dass ich mir einfach schwer getan hat. Es war nicht so ein easy Führerschein und es war nicht so easy piece. Und ich finde, das ist auch okay. Es ist auch okay, dass es nicht für jeden so leicht ist. Und dass man an gewissen Punkten der Verzweiflung ist. Also ich war an gewissen Punkten wirklich verzweifelt, weil ich so überfordert war. Und ich finde einfach, dass es okay, dass das so ist. Also ich finde, das ist halt so. Es ist halt für manche einfach nicht so leicht, aber für mich war es halt nicht so leicht, muss ich dazu sagen. Also ich habe so gekämpft, Leute. Ich habe zweimal die Führerscheinprüfung gemacht. Beim ersten Mal bin ich hochkantig durchgeflogen. Also hochkantig, aber es war halt nicht optimal. Das hat er auch gesagt. Ich bin noch sehr unsicher beim Fahren und ich bin auch froh, dass er mich nicht durchgelassen hat. Natürlich wäre es nett gewesen, aber es ist trotzdem gut, dass ich da noch ein bisschen Praxiserfahrung sammeln durfte bis zur nächsten Prüfung. Und ich finde, ich bin bei der nächsten Prüfung auch viel besser gefahren. Also ich finde schon, ich finde, ich bin auch sicherer gefahren. Also ich finde, es wird schon sicherer, aber ich bin jetzt noch nicht alleine gefahren. Oder generell ohne Fahrlehrer. Das heißt, das muss ich noch machen. Aber
Und zwar, es war nicht leicht. Es war wirklich nicht leicht. Aber ich möchte einfach, dass ihr auf den Weg mitnimmt, dass es egal in welcher Situation es ist okay, wenn es nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Oder es ist okay, wenn dir Sachen schwerfallen. Oder es ist okay, wenn du dich überfordert fühlst. Das ist ganz normal. Es ist einfach so. Und das Wichtigste ist, dass du dich dann selber nicht fertig machst. Also es bringt überhaupt nichts, wenn du nur sagst, ja, wegen dir, du schaffst das ja nicht, du schaffst das nicht. Das ist besser, wenn du sagst, ja, es ist momentan sehr schwer und es ist momentan echt mühsam, aber ich schaffe das und ich muss an mich glauben und vielleicht sogar so eine Belohnung sich irgendwie dann zu, also zum Beispiel für mich war es dann so vielleicht, ich habe mir dann oft so einen kleinen Wellness-Tag immer gemacht, so mit Gesichtsmaske und was Gutes gegessen oder so und einfach mir was gegönnt, weil ich meine, auch wenn du die Aufgabe, die du dir stellst, nicht so schaffst, wie du das möchtest, hast du trotzdem, ist deine Bemühung was wert. Du hast dir ja Mühe gegeben, du wolltest es schaffen, du hast dir Kraft hast du da hineingesteckt und das finde ich, das sollte man sich dann nicht bestrafen. Ich meine, ich habe mir auch extrem viel Mühe und das habe ich mir dann auch oft dann wiedergerufen und dann habe ich oft dann versucht, das so ein bisschen durchzugehen, was ich gemacht habe und was kann ich verbessern und worauf muss ich denken und so. Und das so einfach so ein bisschen verinnerlichen habe ich versucht und das hat für mich echt funktioniert. Aber auch vor allem dieses, sich dann ein bisschen, wenn so in schweren Phasen generell, sich dann nicht noch fertig zu machen, das bringt gar nichts. Das macht es meistens nur viel, viel schlimmer. Also das Beste ist wirklich einfach nur, sich was Gutes zu tun. Also bei mir wirkt das viel mehr, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei irgendwem was wirkt, wenn man sich fertig macht, deshalb, also ich finde einfach wirklich, sich da belohnen und für die Mühe, es hat Mühe gekostet, es hat Gedanken und alles Mögliche gekostet, es ist ja nicht so, dass man das einfach nur so hingenommen hat oder beziehungsweise sich nicht Mühe gegeben hat und deshalb finde ich, ist das eine Belohnung auf jeden Fall wert. Und das habe ich auch getan und es hat geholfen. Und im Endeffekt habe ich ja den Führerschein bestanden. Es war nicht optimal und ich bin auch keine optimale Autofahrerin. Aber ich denke mir, mit so ein bisschen Praxis werde ich das schon schaffen und ich werde mich so langsam hintasten und so. Und ich werde nichts überstürzt machen und ich werde weiterhin vorsichtig fahren und versuchen wirklich, hoffentlich niemanden zu gefährden, weil das wäre wirklich, das ist ja auch das Schlimme bei diesem Autofahren, diese Tiere, die du da halt töten kannst. Also ich bin da so, ich denke mir immer so, wie würde ich reagieren? Ich meine, ich kann ja nicht zum Beispiel eine Katze, ich kann ja nicht überfahren. Also, ja, nee, also da, na, also da muss ich dann Vollbremse machen, ist mir wurscht. Das ist, oder in den Baum fallen, ist mir dann egal, muss ich ganz ehrlich sein. Ich stelle mir vor, wenn meine Katze überfahren, ich meine, ich wäre todtraurig und eine meiner Katzen, die ich schon in meiner Vergangenheit hatte, wurde von einem Auto überfahren und das wünscht man sich nicht. Das wünscht man sich wirklich nicht und wenn man sie überfährt, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man, naja, wenn halt kein Haus in der Nähe, aber irgendwie das zu suchen oder sie vielleicht irgendwie schön einzupacken, ich weiß es nicht. Aber sie auf jeden Fall von der Straße wegnehmen. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn Leute Tiere überfahren und dann liegen die dort einfach. Ich weiß nicht, ich finde das so... Nee, ich finde das nicht gut. Also das ist sozusagen mein Fazit. Ich möchte keine Tiere überfahren, ich möchte keine Menschen überfahren, ich möchte niemanden überfahren, ich möchte niemanden gefährden. Das heißt, ich werde immer mit Hochspannung fahren und immer schauen, dass ich niemanden gefährde. Und ja, das heißt, wünscht mir viel Glück beim Autofahren. Das ist eure Aufgabe, die ich euch schicke. Und zwar, dass ihr mir viel Glück da beim Autofahren und dass ihr auch... mir Glück wünschen einfach und dass ich das gut meistere, bis ich das alles hinbekomme. Und wie gesagt, wenn irgendwer von euch den Führerschein macht oder das vorhat, dann wünsche ich euch extremst viel Glück und macht euch nicht fertig, wenn es nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Ich bin mir sicher, dass ihr das schaffen werdet und egal wie ein Tag läuft, das ist immer gut. Wir können uns heute alle
finde ich, auf die Schulter klopfen. Es ist zwar heute Sonntag, aber trotzdem, wir klopfen uns alle auf die Schulter und bedanken uns mal bei uns selbst, wie toll wir nicht sind. Ich finde, das ist immer ganz wichtig. Das hat so ein Lehrer, das in Schweden immer gemacht, das finde ich ganz toll. Und zwar hat er immer gesagt, wir klatschen uns jetzt, wir machen jetzt alle so, klatschen wir uns auf die Schulter oder wie man das auch immer heißt und sagen, auch wenn ihr die Hausübung nicht gemacht habt, ihr seid toll, ihr dürft euch trotzdem auf die Schulter. Und das finde ich super, das ist ganz toll, weil das stimmt. Auch wenn du es nicht gemacht hast, vielleicht hast du es versucht oder was auch immer, der Gedanke zählt. Natürlich heißt das nicht, dass man ganz faul werden soll und dann gar nichts machen soll. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Aber immerhin würde ich jetzt sagen, das war's fürs Video. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo hier habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich mich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es, von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen, wenn ihr noch so ein bisschen Führerschein oder sowas quatschen möchtet. Könnt ihr mir da gerne schreiben. Ist immer alles in der Infobox verlinkt. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!